Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Ich habe gelesen Girl Online on Tour von Zoe Sack von Zoella, der YouTuberin, die jeder kennen sollte, weil sie ist echt total süß. Aus dem CBJ Verlag für 14,99 € ist ein Taschenbuch und ist ja schon der zweite Teil. Ich habe ja Girl Online auch gelesen und für euch rezensiert. Das Video verlinke ich euch gerne nochmal unten in der Infobox, genauso wie ich euch das Buch unten verlinke. Und mir hatte der erste Teil ja recht gut gefallen. Es ist halt so was locker Leichtes für zwischendurch. Es ist nicht sehr emotional aufbauschend, also dass man sehr emotional involviert wird in das Buch. Man muss nicht viel nachdenken. Also es ist wirklich so was locker Leichtes, was ich für zwischendurch echt mal ganz nett finde. Und ja, mich hatte jetzt auch der zweite Teil einfach so ein bisschen gereizt. Leider war er nicht ganz so gut wie der erste. Also und wieder haben wir das Problem, wie jedes Mal, dass ich mir die Namen nicht merken kann. Penny. Penny ist ja Girl Online oder in diesem Fall ist sie Girl Offline, weil sie mit ihrem Blog erstmal offline gegangen ist. Durch den ganzen, ja nennen wir es eigentlich Shitstorm, den sie im ersten Teil ertragen musste. Und Penny geht jetzt mit ihrem Rockstar-Freund auf Tour und darum geht es eigentlich, was sie da so alles erlebt. Und da ist so mein Problem, dass es manchmal an einigen Stellen echt zäh flüssig vorwärts ging. Was mir halt, ja, da hatte ich halt echt Probleme weiterzulesen, weil nicht wirklich was Aufregendes passiert. Das war so, das fand ich halt sehr, sehr schade. Andererseits gab es wieder Stellen, die echt richtig, richtig toll waren. Ich liebe es, wenn die Autorin es thematisiert, wie im Internet gehatet wird. Also das passiert natürlich sehr, sehr stark auf YouTube. Das passiert Bloggern, so wie Penny zum Beispiel. Und das passiert auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen noch. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und ich finde es gut, dass sie es zum Teil thematisiert hat, darüber gesprochen hat. Es ist einfach so dieses typische, also die Hater, würden niemals auf offener Straße auf eine Person zugehen und ihr direkt ins Gesicht sagen, was ihnen an denen stört. Aber auf YouTube, auf Blogs, auf Facebook, wo sie halt anonym sind, trauen sie sich das halt. Und das ist halt so eine Unart in unserer Gesellschaft, die echt so gar nicht geht. Weder für die Betroffenen, noch eigentlich für diejenigen, die es machen. Weil das ist ein Armutszeugnis. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass das in diesen Büchern thematisiert wird. Es ist auch mal interessant so ein bisschen, wie so der Rockstar-Alltag wirklich aussieht. Was da alles eine Rolle spielt, welche Netze sich da verzweigen. Es war schon wieder schön zu lesen, wirklich, und es war auch interessant, aber zwischenzeitlich war es mir echt zu lahm. Also da hätte ich es mir zügiger hintereinander gewünscht, dass ein bisschen mehr passiert. Daher hätten es auch, weiß nicht, so 70 Seiten weniger getan. Dafür wäre halt die ganze Zeit Action gewesen und man hätte sich die ganze Zeit amüsieren können. So war es manchmal wirklich zähflüssig und man musste sich wirklich durchbeißen, um weiterzulesen. Es hat sich immer wieder gelohnt, das will ich damit nicht sagen. Es hat sich immer wieder gelohnt, bis zur nächsten tollen Sache weiterzulesen. Aber so diese Schritte so dazwischen, das hat mich halt manchmal ein bisschen gestört. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen dritten Teil geben wird. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil das wäre dann wieder so Ausschlachten eines Buchphänomens, wenn eigentlich schon nach dem ersten Teil gut gewesen wäre und nach dem zweiten erst recht. Also ich sage nicht, dass die Autorin aufhören soll zu schreiben, um Gottes Willen, aber ich finde, diese Geschichte könnte man jetzt beendet haben und eine neue tolle Geschichte beginnen. Wie gesagt, immer noch das, was mir am besten gefällt, ist einfach so, dass so auch so ein bisschen der Blogger-Hintergrund Thema ist. Ich finde es selber sehr, sehr interessant und mich würden eure Meinungen interessieren. Ob euch der zweite Teil genauso gut gefallen hat wie der erste Teil, ob ihr es auch teilweise ziemlich zähflüssig fandet oder, ja, ich meine, vielleicht wart ihr auch total begeistert. Auf jeden Fall lege ich euch sehr ans Herz, Zoella auf YouTube zu abonnieren. Ich kannte sie vorher wirklich gar nicht, bevor ich den ersten Teil gelesen habe und habe sie dann abonniert und ich liebe sie einfach. Sie ist so zucker süß und es macht total Spaß, ihre Videos zu schauen. Ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare, was ihr von dem Buch haltet. Ich hoffe, meine Rezension hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!